Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier in Thüringen. Ich habe kurz Pause gemacht, jetzt einmal weiter. Ich war Stroh vom Feld Nummer 60. Ansonsten läuft die Ernte auf Feld Nummer 60 Weizen, wo wir gerade sind, weiter. Des Weiteren läuft die Ernte auf Feld Nummer 48 und 49, ebenfalls Weizen, auch weiter. Ich muss nur sehen, wenn Herr Feltenroh bis hier fast fertig ist, dann könnte ich theoretisch automatisch sammeln lassen. Theoretisch. Mal sehen, wie es funktioniert mit Aura zusammen. Das weiß ich nicht genau. Sammeln ist ja klar, den Kurs vom Drescher. Überführungskurs, müsst ihr da mal gucken, was da entsprechend für gehen würde. Das weiß ich noch nicht. Noch nie gemacht. Mal testen. Ja. Das ist ja gleich voll, ne? Wieder zurück. Ablaufen. Ja, von der Ernte geht einiges runter hier. Maximalen Ertrag, den wir hier haben, wird sich die Brauerei freuen, ne? Wenn sich freuen könnte, natürlich, ne? Das können natürlich Betriebe in dem Sinne nicht, ne? Das sind ja keine fühlenden Wesen, sondern im Prinzip nur ein Skript, kann man sagen, ne? Oder wie die Dinger sie heißen, ne? Ein kleines Extra-Programm innerhalb des Systems oder so. So stelle ich mir das vor. Und wenn die ganzen Waren da sind, fangen die an zu produzieren, wenn das so gewünscht ist. Ne? Natürlich kann man auch entsprechend einstellen, dass nicht produziert wird, sondern nur auf Befehl. Ne? Ist halt so. Ja, wir haben hier volle Ernte. Zeit jetzt. Geht gleich weiter mit Feld Nummer 12 und 41, wenn mich alles täuscht. Wenn die fertig sind, dann werden hier Felder gekauft, und zwar Feld Nummer 29 und Feld Nummer 10. So habe ich das im Plan, im Kopf. Ich hoffe natürlich, dass da entsprechend genug Ertrag runterkommt, ne? Und zumindest die Schulden zu tilgen, die dadurch entstehen könnten. Ein Feld können wir sie leisten, das sieht ganz gut aus. Ein bisschen Geld kommt da noch rein. Durch Weizenverkauf hier im globalen Markt. Ich bin beinahe reingefahren ins Gebäude. Ja, das wird alles nicht anders kommen nachher. In Anführungszeichen. Das soll ja nachher im Prinzip nachher, der globale Markt kommt ja schon mal fest verbaut hierauf, ne? Dann kriegen wir neue Fruchtsorten. Groß und ganz wird das nicht machen. Vermehrungsgras interessiert mich so nicht. Das ist nämlich eine Getreidesorte in dem Sinne. Mit Spat als Gras. Boah. Das kann ja kein Gras mehr sein, weil wenn es dann ist ja im Prinzip ohne Inhalt, kann man sagen. Ne? Ist ja an sich schon verholzt oder trocken geworden. Das ist dann wie Heu. Oder Richtung Heu. Im Grunde kein Energiewert mehr. Gras ist deswegen so energiereich, weil der Grassamen mit dabei ist. Ne? Eine Möglichkeit. Aber die erste Maat ist mit Grassamen im Wachstum noch nie ausgereift. Ich habe mal so gelernt, die erste Maat machst du dann zu Heu, wenn das Gras anfängt zu blühen. Das ist Ende Mai, Anfang Juni der Fall. Und wenn das dann oder Mitte Mai, je nachdem wie die Witterung ist, du musst halt die Wiese anschauen, wie es ist. Und wenn du siehst, aha, es kommen die ersten Schösslinge Gras raus, dann wird es Zeit, dass du die Sense schwingst. Wenn du Heu haben willst, muss auch noch auf Wetter passen. Ne? Heute ist ja kein Problem. Heute gehst du Wetter-App und Wetter Online oder so, gehst du rein und guckst dir die Wetterkarte an. Da haben wir nur ständiges Hoch oder nicht,
Und da kannst du heute genau sagen, oh ja, jetzt kann ich anfangen mit Mähen, ne? Was ja früher hast du ja Wetter euch verlassen müssen. Ich habe ganz gerne genutzt. Wettergespräch damals hier bei uns zu Hause. War eine Münde, gab es einen Meteorologen, da gab es einen Radiosender, der nannte sich der eine Ferienwelle im Sommer. Und hier hieß das eine Rostock. Bis 10 gesendet, da kam dann so eine dämliche Musik, aber vorher ganz gute, für meinen Geschmack gute Musik. Ne? Und da gab es immer ein Wettergespräch, 7:45 kam da immer so in den Dreh und dann habe ich mal zugehört. Wenn der Freund stabilen hoch sprach von 3 Tagen schön Wetter mehr oder weniger, dann war das der Anlass gewesen, jetzt machst du Ahoi. Natürlich war das ideal, dass gerade Ferien waren oder so, ne, dass man was Zeit hatte dafür. Hat auch Spaß gemacht, also los hat nicht. Ich hatte ja immer noch Kaninchen gehabt nebenbei. Das war so ein kleiner Nebenerwerb, ne? Die Tiere hast du mal durchgekriegt mit irgendwelchen Futter und so. Mein Bruder wollte damals eine Stärke gehabt, ein weibliches Tier, ein Masttier und einen Bullen. War ja auch so ein Ding, ne? Weil du musst halt immer da sein, ne? Das ist das ganze Problem. Sonst hast du ein Problem. Platzieren kannst du nicht sagen, oh, jetzt mache ich mal nichts. Das funktioniert nicht. So ein Tier will früh und abends was zu fressen haben. Da musst du entsprechend für sorgen. Zumindest vorbereiten. Weil wenn du eine Weide hast, dann geht's ja, ne? Dann musst du nur entsprechend immer wechseln, ne? Und Wasser geben musst du auch, ne? Also das war das Allerwichtigste, die Tiere brauchen Wasser. Ja, mit der Silage hier, da muss mal ein Tag gemacht werden, wo keine andere arbeiten gehen. Wenn Regen ist oder dergleichen, dann muss ich mal einen Tag mal, einen Endgame-Tag mal Silage fahren. Mal das Förderband einrichten, dann mit 2 Fahrzeuge fahren. Na, kriegen wir die Kurve noch? Jo. Ja. Unser Kälber geht's auch gut. Wieder einer, der voll ist. Ja, bei Weizen ist viel Ertrag, ne? Genau wie Mais. Mais auch ein hoher Ertrag. Da muss ich dann auch entsprechend nachher schauen. Haben wir schon viel drin? Weizen, oh, schon viel. Stroh, auch schon viel. Ho! Schon gut gefahren, ne? So, muss entleert werden, das ist nicht gut. Wo sind die Abfahrer? Wo bleiben die? Gucken. Der eine fährt. Eine wird gerade voll gemacht, wie aussieht. Nächste wird auch voll gemacht. Oder entleert sogar, ja. Schauen wir mal, dass es gleich wieder losgeht.
Man muss ein bisschen Geduld haben, man muss nicht gleich springen, ne? Und dran denken, das sind relativ große Felder, eigentlich große Felder. Der steckt immer irgendwo und muss aber hinfahren, ne? Da ist einer schon unterwegs. Rast einfach auch wieder mal, ne? Der fliegende Holländer. Heute Abend ist Livestream. Bin ich zu Gast. Im Chat. Wenn die Matchmap unterwegs ist. Ich hab dafür leider keine Zeit. Sind auch voll zur Zeit. Würde ich mich gar nicht mehr groß anfangen. War lange dabei. Wenn mal einer da Interesse hätte oder Not am Mann ist, dann würde ich auch mal einspringen. Aber unbedingt nicht. Wird damit nicht durch. Weil immer anders System gefahren wird. Mag interessant sein. Wer es mag, ne? So, nächstes Mal gleich nächste Ruhe. Das ist Dienstag, wenn man Zeit vergeht. Ja, dann kommt bald wieder Freitag, ne? Und dann fällt mal ein Livestream aus. Aber nicht nächste, auch nicht die Woche. Ist der voll? Scheint so. Jo. Ist oben was Gelbes zu sehen. Hier auf 5, wahnsinnig, schaffen wir gar nicht. Nicht wegen der Ernte, sondern eher das Problem, dass es dass eher wieder Regen kommen könnte. Das wird schlecht. Viel Stroh. Muss viel verdient tun wir damit nicht. Das kommt erst drüben in der Marsch, wenn daraus Pellets werden. Ich kann auch hier Heu vom Lager rüberfahren. Geht auch noch. Ich habe ja noch Heu im Dings drin, in Heuproduktion. Ist auch noch fast voll. Wahnsinn. Schnell für die Krähe, ne? Da muss ich aufpassen, hier ist gefährlich. Nicht wegen Fahren, wegen Gegenverkehr. Da sind wir um die Kurve rum. Und von da dürfte keiner kommen normalerweise. Dürfte. Man weiß es nicht. Nicht mehr. War die Kurse eingefahren? Wie lange her? Könnte sein, dass sie beide irgendwie jetzt abladen. Also, dass wir länger unterwegs sind. Und sonst müssen wir hier um die beiden kümmern hier. Wo die stecken, die Brüder. So keine Kneipe entgegen, dass sie abhauen können.
So, wieder im Hof, ne? Wahnsinn. Stecken die hier? Am globalen Markt. Zu sehen ist keiner. Fahren wir nicht ins Feld. Ne, da ist keiner zu sehen. Spuren sind da. Was könnte ich gewesen sein? So. Raus damit. Ja, ein Turnier aber vielleicht nicht andersrum, ne? Was soll ich machen? Das sind halt große Felder, die müssen halt gemacht werden. Das sind die ersten. Jetzt scheinen die wieder entsprechend abgefahren zu werden. Mal schauen. Die werden gleich weggehen. Inspector Mode zeigt da was an. Hat die da entsprechend. Oh, hier ist jemand da. Kumpel. Kommst du her? Glück gehabt. Wenn ich gerade zur selben Zeit hier gefahren sind. Weil dann meistens Gegenverkehr ist immer so ungünstig, ne? Oh, erschrocken. Der Hänger hier rechts. Mit dem wir hingestellt. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Mit Stroh fahren. Leider werden wir noch ein paar Tage Stroh fahren. Ich hoffe nicht, aber ist leider so. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ich bedanke mich mal für Reinschauen. Vielleicht hat schon mal einer mal kommentiert und geliked. Würde mich freuen. Kein Muss. Das ist nur eine schöne Geste. Kann ich nicht genau sagen, wie es auf YouTube aussieht, was die da nun. Aus welchen Maßstäben die Empfehlungen dann kommen, ne? Ja, das, darum geht es ja dabei, ne? Ja, ich habe auch schon Dank dafür, auch dafür, ne? Und vor allem fürs Reinschauen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr, du oder er oder sie morgen wieder mal reinschauen würdet, einfach mal so. Wir machen weiterhin Thüringen mit der Arbeit hier. Weizenstroh, ne? So, leider. Tschüss. Ciao, bis dann. Tschüss. Da sieht der Fall.